Und der Schilling meldet sich zur Welt von Shakes and Fidgets. Heute mit einer neuen Folge. Leider keine Schattenwelt Dungeness. Das ist korrekt. Ich habe leider keinen Schlüssel gefunden oder wie Heidi Klum sagen würde, ich habe heute leider keinen Schlüssel für dich. Ja, so in etwa kam die Edelsteinmine heute zu mir und leer, nichts, null, nada, niente. Keine Ausbeute, keine Ente und mein Lager ist voll, das ist nicht so toll. 3 Tage lang wird hier noch diese Festung ausgebaut und dann kann ich endlich wieder was tun und machen. Es ist schon schade, aber was soll ich tun? Ich kann nichts machen mit meinen Ressourcen und ja, ich müsste die Schmiede ausbauen, um die Begleiter da hochzuleveln. Aber egal, was soll's. Auf jeden Fall geht's richtig heftigst weiter mit den Begleitern. 2 Eier gestern gefunden. Von Grün und 2 von Schatten. Das ist spitze. Schauen wir mal. Ich hoffe, das sind 2 unterschiedliche. Die waren in den letzten beiden Missionen dabei. Der Tag war schon zu Ende. Ich habe noch so um 23 Uhr meine letzten 3 Quests geklickt. Und da kamen diese beiden Eier. Mal schauen, da steht noch kein Name dran, ich hätte ja gerne den, obwohl der Grrrr auch ganz nett ist, den ich jetzt bekommen habe, ein Krieger, der endlich mal ausweichen kann. Und das Geniale, ich bin hier bei Erde schon so weit und Erde ist genau mein Element. Warum läuft denn jetzt einfach in dieser Aufnahme in den 3 Sekunden mein Intelligenztrank aus? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Was ist denn das jetzt für ein Scherz? Was ist denn das jetzt für ein Scherz? Kann mir das jemand erklären? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Es ist Gold-Event, das heißt, man hat ganz viel Gold und darf da auch mal was ausgeben. So, jetzt habe ich wieder einen Int-Trank, was ich nämlich überprüfen wollte. 622 durch Pets. Und jetzt, Achtung, Achtung, Achtung. Ach, es war nochmal der Grrrr. Okay, schade. Aber normalerweise sollte mein Wert hier ansteigen, je mehr Pets ich besitze. Ein Pet ist gleich 1% auf das jeweilige Attribut. Hier Intelligenz, bei Schatten Ausdauer, bei Feuer ist es Glück. Und der Schilling ist zurück. Dann Schattenei. Endlich geht hier auch mal ein bisschen was voran und ich habe Schattenfutter bekommen. Der Buddemull ist nun auf Level 14 und heute ist Licht am Start. Ja, Lichtfutter ist auch ganz nett. Nummer 1, Nummer 2. So, wo fange ich an? Das ist die Frage, was macht man am besten? Ich schaue ins Habitat oder so. Wen habe ich gestern richtig heftigst gelevelt? Ich glaube den Quacklops. Bei Licht gegen Plutoid. Yo, 44.000 gegen 30.000 ist zwar ein Kundi, der mal wieder 5-mal hintereinander ausweicht. Aber den sollte ich packen und den habe ich gepackt. 32,3 Millionen. Das ist heftig und direkt nochmal leveln. Wer wäre dann der nächste? Gin Tonic, so ein genialer Name. Ich kenne die Namen schon, weil ich mir alle angesehen habe. Ich habe ja den Guide geschrieben auch. Und aber Gin Tonic. Ja, sehr genial. Und ich glaube sogar, manche dieser Namen, die kann man sich nicht ausdenken. Da muss man vorher ein paar Gin Tonics trinken. Also, Erde, Lilipon, da dürfte doch definitiv auch was gehen bei Upstock, oder? 22 gegen 23, nö, doch nicht, das ist ein Magier, sorry. Dann vielleicht bei Buddemul, der endlich Level 14. Doch nicht. Spin ist nämlich auch 14, 14 gegen 14. Kundi gegen Magier, nein, Krieger gegen Magier ist ja noch schlimmer. Obwohl, kann man sich da durchpilzen? Nö. Vielleicht auch nicht. Feuer, 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 Feuer. Gulps, Fire in the Hole. 18 gegen 21, Kundi gegen Kundi kann man machen. Erster Versuch? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Stand am Grabstein des Mathematikers. Sehr schön. Na dann hoffe ich, dass ich jetzt am Wochenende den einen oder anderen Begleiter hier finde. Freigespielt habe ich ja schon mal einige. Und Wasser auch noch? Gönnen wir uns Schnöck? Schnöcke die Schnöck, Schnöcke die Schnöck. Gönnen wir uns noch nicht. Eventuell jetzt. Schnöcke die Schnöck, Schnöcke die Schnöck. Snack die weg. Nö. Auch noch nicht. Habitat, Habitat.
Leider auch nicht. Da können nicht mal meine Zaubersprüche was bewirken. Giddy, mit 4 Pets, Licht, Level 22. Dann würde ich sagen... Ja, mache ich es mit Feuer? Oder Wasser? Nö. Feuer, der hier ist 22, Licht gegen Feuer. Erstmal ratzfratz, der räumt ein bisschen auf. Aber Tink ist wohl sein bzw. ihr Stärkster bzw. ihre Stärkste. Wie auch immer. Der Gulps sollte es aber machen, sauber. Die hat allerdings schon Witterblitz am Start. Die besitze ich noch nicht, oder? Doch, Witterblitz besitze ich schon. Sehr schön. Ja, heute wird dann das Futter aufgehoben, sodass der Quacklops morgen Level 29 und jetzt Achtung. Taverni, Taverni gibt mir 10 Millionen. 11 sogar? 11 Millionen. Sauber, das ist schön. Denn es läuft aktuell das Gold-Event und immer während dem Gold-Event zocke ich auf Gold, bis der Kontostand brennt. Das heißt, ich nehme sowas an. Mit knapp 10 Millionen, das ist eine sehr schöne Sache. 505 Millionen sind am Start, da kann man auch ein bisschen skillen. Aber ich bin ja noch längst nicht am Ende. 24. 3 Pets, das heißt, im allerbesten Fall hat der ein Level 22er Pet. Die sind alle relativ stark. Egal, ich schicke mal Erde vor. Schatten. Damit werde ich auch heute keinen Blumentopf gewinnen können. Erstmal Zostel 1, Quacklops 5, okay, das heißt, der müsste irgendwie 16 sein oder so. 18, Rengateng und Lilipon macht locker flockig aus der Hüfte. Jawohl, und noch eine Zitrone bekommen. Sehr viel Vitamin C heute am Start. Leider ist der schon satt für heute, kann man nichts machen. Oh, Gifty. Oh, oh, oh. Ich glaube, da muss ich jetzt mein Lichti vorschicken gegen Gifty. Der ist 32. Okay, ich habe hier 36 und so, aber man darf das nicht unterschätzen. Der könnte rein theoretisch ein Level 29er Pet oder so haben. Nein, 28er. Wie auch immer, ich greife an mit Licht. Zossel 3. Und da... Hä? Da stand doch, der hat 4 Pets. Habe ich mich verlesen? Da stand doch, der hat 4 Pets. Wow, 26er Quacklops gegen 25er Quacklops. Das Lustige ist, er könnte sogar gewinnen. Das ist das Lustige oder Traurige, je nachdem, wie man es sieht. Und wenn er gewinnt, dann gewinnt er alles, denn meine anderen sind auf Level 1. Oh, das ist so krass, das ist so krass. Minutes later. Nicht lustig. Ja, schön, das ergibt alles Sinn. Das freut mich, das ist toll. Das ist sehr gut. Der hat 4 Pets mit einem Gesamtlevel von 36. Ich weiß nicht, ob ich da... Moment. Kann dir noch das nächste Wasserhabitat? Komm schon, Schnöck, wirst du doch wohl irgendwie packen, dann könnte ich dich einmal hochleveln. Schnöck, warum? Warum muss der so oft ausweichen und so? Ach, der ist zu schwach, weil das das zweite Pet ist. Wenn Orkal der Püng wäre und der auf Level 23 und so, würde das Ganze schon mal ein bisschen anders aussehen, aber egal, ich greife jetzt an. Zossel 5, das ist schon mal gut und ich glaube, ich habe gewonnen, weil hier die anderen nicht mehr gelistet werden. Da wird man schon gespoilert. Oh, Manometer. 23 gegen 20. Ich hoffe doch, dass ich zumindest in diesem Fall gewinne. Wenn ein Levelvorsprung schon nicht reicht, sollten es drei aber doch machen. Und vor allem, das war ja nicht mal Kundi gegen Kundi. 50% gegen 50%. Das waren 25 gegen 25. Das ist so heftig, dass ich da trotzdem verliere. Oh, Mann. Na egal, was will man tun? Jetzt ist... Der Brüller dran. Das war nicht lustig. Und ich habe sowieso keine andere Wahl. Fisch. Also lass es uns tun, Fisch. Haifisch. Quacklops 24 gegen Budemul 14. Komm schon, streng dich an, du packst das.
Lustigerweise könnte der es wirklich packen. Mit 300 Mal ausweichen hintereinander. Yo, das war's erstmal. Leider nur 3 Mal gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Das eine Mal war aber, ganz ehrlich, das war lächerlich. Dieser eine Loot. Na gut, kann man nichts machen. Also, feuchtfröhlich questen. Unbedingt, zumindest während dem Gold-Event. Eines der besten Events, die es in der Welt von Shakes and Fidget gibt. Ich werde jetzt, erstmal drehe ich am Glücksrad. Jetzt muss ich kurz überlegen, brauche ich mein Gold oder kann ich alles verskillen? 3 Pilze, dankeschön. Ich denke mal, ach, das ist zu ärgerlich, wenn man die ganzen Ressourcen erhält. Ich glaube, ich gehe es dann gemächlicher an in den nächsten 3 Tagen. Denn da bekommt man so viele Ressourcen. Was soll ich denn damit machen? Ich kann nichts. Ich kann es nirgendwo ausgeben. Edelsteine? Nö. Ritterhalle ist aktuell... ach so, kann ich nicht machen, weil die Festung und so. Aber die Ritterhalle hatte ich schon am Max. Ich kann nichts tun. Na egal. Dann würde ich sagen, das Glücksrad... Da drehe ich jetzt nicht weiter, denn es ist schade, wenn ich so viele Ressourcen erhalte. Das ist dumm. So, aber genau, den Rest verskille ich, sodass ich im Dämonenportal vielleicht ein bisschen besser voranschreiten kann. Oh, das ist schön, das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Die MG wird geladen, die Intelligenz-MG. Und das reicht, dieses Item weg. Dann noch in die Toilette. Dam, dam, dam. Einen Stein rein, nämlich Stärke. Ist nicht nur zum Kochen gut, sondern auch für die Toilette. 140er Füllstand. Und jetzt hier hineinschauen. Dämonenportal. 96% beim Wegversperrer. Der wird angegriffen. Komm schon. Oh, geht gut los mit einem Crit und noch einem Crit. Das ist ein Hit, der nicht so toll. Oh, 9 Millionen. Ich glaube, das ist ein guter Versuch. Das war... ein sehr guter Versuch. Schön. Mega genial. Und wenn ich schon hier bin, ich habe mich ja ein bisschen hochgelevelt, kann ich noch einen Turmgegner besiegen, eventuell Rübezahl. Komm schon. Du bist zwar Magier, aber ich auch. Und das war eine gute Vorlage von meinen 3 Begleitern. Da kann jetzt eigentlich nichts mehr schiefgehen. Sauber. Und ich bekomme alle Attribute Schüchen. Sehen wir uns die Sache mal an. Wo bist du, Kunigunde? Lecker. Da freut sie sich. Saftige Verbesserung. Die können weg. Und ja, welcher Gegner ist der nächste? Oh, die Bären. Wer von eurem Tellerchen gegessen hat? Jemand, der euch das Henkersmahl nicht gönnt. Auf sie mit Gebrüll, 3 hungrige Bären. Wenn es nicht mehr wären, könnte ich die packen. Easy going beim ersten Versuch. Oder auch nicht. Ja, dauert noch ein bisschen. Ich meine, ich werde in den nächsten Tagen sowieso leveln. Dann passt das. Und plus 1, 93%. Juchei. Jetzt zum krönenden Abschluss noch ein Arena-Kampf. Dann, Dragonlord. Der wird's, der hat die geringsten Stats. 8 von 10 für heute noch. Gib mir deine Erfahrungspunkte. Dankeschön. 266.000. Warum denn nicht? Ich muss mir das ein bisschen überlegen jetzt, wo ich wieder aktiv bin. Eventuell kann ich irgendwie meine Post aufräumen und da ab und zu Nachrichten vorlesen und so. Das wird man sehen. Ob das in Shakes and Fidget hier auch möglich ist, ohne dass es zu langweilig wird. Ansonsten... ganz fein, auch jetzt beim Gold-Event. Man kann mehr als 1 Million Gold pro Stunde bekommen. Das heißt, die Stadtwache lohnt sich so richtig. Da gab es ein Update, da wurde die Grenze eben erhöht. Früher 10 Stunden Stadtwache, maximal 10 Millionen Gold. War einfach so. Und jetzt habe ich irgendwie... okay, ich bin noch auf Reisen. Mach hinne hier, dauert noch 30 Sekunden. Auf jeden Fall habe ich für ein paar Stunden schon meine 15 Millionen bekommen. Das, glaube ich, war das mit Gold-Event oder ohne, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zusehen, fleißig Questen, Gold sammeln und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.